Kletter mal hier hoch. Geht gleich los. Ich habe euch anderthalb Tage lang zuhören dürfen. Mit euch spielen, schreiben, grübeln und Wissen schürfen im diesjährigen Forum der Schulakademie. Ging's um Lernen, Leistung, Noten, standardisiert oder für jeden und jede individualisiert. Die Big Band begrüßte mit Cajon und Trompeten. Dann direkt rein ins Thema. Es gibt so viel zu reden auf dem Podium, gemeinsam Einsichten zu heben, kontrovers zu beleuchten, wonach wir streben. Die Grunderkenntnis, die sich dabei zeigt, wir sind uns ziemlich einig, weit und breit. Noten sind als Mittel inadäquat. Sie sind fehleranfällig und unreliabel, verteilen Laufbahnen und Lebenschancen auf Basis subjektiv ermittelter Zahlen. Dr. Kronig sieht sie als Glasperlen im Spiel. Willst du prima Noten oder lernst du lieber viel? Verdienen soll, wer sich anstrengt, nicht etwa für Noten. In der Realität wird dies jedoch heftig verbogen. Schon 1888 war bekannt, Noten sind subjektiv in Stadt und Land. Verzerrungen, Kontraste, logische Fehler, wenig valide zur Prognose, nicht fähig, eine schlechtere Note führt zu immer weniger Leistung. Eine bessere macht des Kindes Lernwege leichter. Infallibilität kennen dabei nicht nur Katholiken. Ob sechs oder braun, das sind kosmetische Tücken. Noten führen ganz klar zu bulimischem Lernen. Und doch kann man nicht einfach Schalter umlegen. Weg von Konkurrenz. Das wünscht man sich. Doch es geht nur prozesshaft, Schritt für Schritt. Das meritokratische Versprechen ist die Basis des Ganzen, ist Grund und Gebrechen. Schule stellt Heterogenität, Gehorsam selbst her. Wir sind nicht chancengleich, so wie wir hier stehen, denn es ist noch immer legitim, für gleich viel Arbeit nicht gleich viel zu verdienen. Man fragt sich, wie viel Verantwortung können wir übernehmen als Lehrkräfte, um auf Lebenswege Einfluss zu nehmen, wo man eigentlich seit gut 100 Jahren weiß, dass Noten nichts taugen, doch das Thema ist heiß. Vertrauen in eigene Autonomie, Kompetenz resultiert zu Beginn aus Fremdeinschätzung. Menschen wollen ja Feedback als Hinweis und Hilfe. Leistungsbeurteilung liest auch mal die ganze Familie. Doch die Politik hält penibel an Noten fest. Selbst manche Lehrer und Kinder, wenn man sie lässt. Vielleicht, weil sie spüren, wenn das System noch nicht reif ist. Partizipation und Kästchen manchmal scheinheilig sind. In Schulen, wo sich alle hilflos finden, muss man erst einmal eine neue Haltung aufbringen, dann Stück für Stück in den Unterricht einbinden, so lang, bis es gut ist, individuell und durchdacht. Nicht die Schwachen noch schwächer und die Starken stark macht. Individuelle Beteiligung, Selbstorganisation, Ressourcenförderung und Partizipation legen ohnehin neue Rückmeldungsformen nahe. Kleinschrittig, individuell und wertschätzend, klar zum Diagnostizieren, Begreifen, Verstehen, um als Lernbegleiter wertschätzend Wege zu ebnen. Im Grunde geht es doch um Vielfalt statt um Maximierung. Schule will schließlich Demokraten erziehen. Durch ein wenig demokratisches System, das sich intransparent und unfair zeigt, soziale Härten verstärkt statt erweicht, sagt mir, braucht eine gesunde Gesellschaft Verlierer? Oder geht es um Potenziale, das Feiern der vielen? Steigt die Flut, steigen doch alle Schiffe der Herde. Jedem sein Tempo, sein Profil und sein Werden. Unsere Welt ist so uneindeutig und komplex. Vielfalt fängt man nicht ein in Ziffern und Kästchen. Leistung muss nicht wehtun. Und Lernen macht Spaß. Wissensvermittlung ist kein harter Kampf. Also hängt eure Kärtchen dort ans schwarze Brett. Vernetzt euch, so macht ihr die ewig gestrigen Wett. Wir brauchen ja Menschen, die selber denken. In Teams kreativ, selbstorganisiert lenken. Ein Unterricht, der kompetenzorientiert, individuell fördert. Der hilft da so viel. Und auch wenn ihr sie nicht ändert, die ganze Lage. Punktet heimlich höher.
Das wird sicher nicht schaden und fällt kaum auf bei der großen Schieflage. Widmet euch pädagogischen statt Selektionsfragen, auch wenn ihr den Bezugsnormen nicht entkommt. Von Entscheidungszwängen überrollt, es geht längst nicht mehr um Rollenübernahme, sondern um Selbstgestaltung deiner Erdentage. Und ja, der Druck von außen ist enorm. Die Standardisierung ein Riesendorn, die Selektion drängend, stumpf voran. Ein Normkonflikt, wie er ärgerlich sein kann, so langsam es gehen mag. Es braucht und gibt einen Change. Vergleiche machen unglücklich, das ist längst geklärt, führen zu Hemmung und Angst statt zu lustvollem Lernen. Es kann nur individuell kompetenzzentriert gehen. In unserem Land, der Dichter und Denker, muss es darum gehen, seine Wege zu lenken. Noten sind dabei schlichtweg ein Symptom. Wir wollen Glück in der Schule als Ziel, nicht als Traum. Eine Ente klettert niemals auf einen Baum. Stattdessen kann sie wunderbar tauchen und schnattern. Darin wollen wir sie stärken, ihr dabei Mut machen, sie als solche wahrnehmen und selbstbewusst machen. Durch Beziehung, Gemeinschaft, Autonomie, Aufgaben, die auf Wachstum zielen, und zwar für Kevin, für Mohammed und Finja. Alles liebenswerte, neugierige, wertvolle Kinder. Danke.